Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Lange nicht gesehen. Erstmal, wie geht es euch? Also mir geht es bis jetzt eigentlich ganz gut. Der Grund, warum ich so verschollen war, ist, weil ich mich wieder auf die Schule konzentriert habe, weil wir noch ein paar Klausuren geschrieben haben. Und die Gyms haben wieder aufgemacht. Und ja, deswegen muss ich erstmal ein bisschen reinkommen. Und deswegen hatte ich nicht so viel Zeit für YouTube-Videos und so. Deswegen... sorry. Aber ja, ich habe bald Ferien, eine Woche besser gesagt. Und dann geht's wieder los. Also es geht jetzt nach dem Video wieder los. Aber so in den Ferien geht's halt richtig los, weil ich dann wieder Zeit habe. Ich kam gerade von der Schule. Ich wollte eigentlich den ganzen Tag heute vloggen, aber ich habe es so schwer geschafft aufzustehen. Ich bin sogar zu spät gekommen, deswegen ja, ein andermal. Ja, ich bin gerade gekommen von der Schule und ich habe immer so... boah, ne? Seit Tagen ist bei mir immer Feuerwehr hier. Keine Ahnung warum. Wenn ich von der Schule komme, dann fange ich an, mein Zimmer zu saugen. Also jetzt nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag sozusagen. Weil ich morgens einfach nicht dazu komme und den Rest des Tages auch nicht, weil ich faul bin. Und deswegen, ich will es einfach direkt so weg haben und dann hat sich das erledigt. Ich wollte euch mal einen Alltagsvlog so zeigen, weil ich glaube, ich war die letzten Vlogs immer so draußen und ja, deswegen, viele haben sich auch mal so etwas Alltagmäßiges gewünscht und ich denke, ich werde heute auch gar nicht raus. Wir werden heute den ganzen Tag zusammen bei mir zu Hause verbringen und ich hoffe, es ist nicht langweilig für euch oder so. Ich stelle euch mal eins hier hin einfach. Also ja, mein Fenster ist gerade auf, deswegen kann sein, dass es ein bisschen laut ist, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, wie ich so mein Zimmer sauber mache, weil ich hasse putzen und bei mir muss es immer richtig schnell gehen, vor allem weil ich einfach so faul bin und sowas. Ich wünschte, ich hätte diese dieses Mindset, dass ich immer gerne putze, aber habe ich leider nicht, aber egal. Also ich fange mit meinem Bett an und zwar, ich erzähle euch erstmal was zum Staubsauger und zwar ist es dieses Ding hier. Sieht aus wie so eine Pistole oder sowas. Aber ja, es ist einfach ein Staubsauger, der keine Kabel hat. Also das ist wie so ein Akku-Staubsauger. Lädt den einfach auf und dann könnt ihr direkt lossaugen. Also ich kann hier, hier ist so ein Knopf, den kann man einfach drücken und dann... dazu gibt es so drei Aufsätze. Die sind mega praktisch. Ich komme gleich zu den anderen, aber dieses benutze ich jetzt. Und zwar extra so ein Aufsatz fürs Bett. Ich habe eine richtig krasse Milbenallergie. Also für die, die nicht wissen, was Milben sind, das sind halt so kleine Viecher. Die, wir sehen die nicht, die sind wirklich mega klein. Die kann man nur mit einem Mikroskop sehen. Und die sind halt im Bett, in Teppichen. Wenn die halt scheißen, kriege ich richtigen Niesanfall und huste. Und mein Hals wird dick und meine Nase wird verstopft. Und das ist ganz, ganz schlimm. Ich musste auch damals ein paar Spritzen dazu nehmen, also bekommen, weil es so extrem war. Aber es hat halt nicht so richtig, also es hat ein bisschen gemildert, aber es ist nicht komplett weg. Deswegen habe ich halt nach einem Staubsauger gesucht, der halt so einen Aufsatz hat, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Und bitte, ich habe davor, bevor ich diesen Staubsauger hatte, habe ich nie mein Bett gesaugt. Deswegen, das war die höchste Zeit. Ganz einfach, ich stecke es einfach ran und schon ist es dran. Und ja, let's go. Wie gesagt, hier ist ein Knopf und den drückt ihr und dann geht es sofort los. Und wenn ihr halt nicht mehr saugen wollt, dann lässt ihr den Knopf einfach los. Ich lege mir dann immer ein Kissen hin und dann fange ich das auch an zu saugen. Es ist wirklich so einfach und ihr könnt regelrecht den Dreck sehen, der hier drin ist. Also ihr habt auch dafür drei Stufen. Sorry für die Unordnung im Hintergrund. Ich bin wirklich gerade dabei, alles aufzuräumen. Und ja, wenn ich Schule habe, habe ich einfach keine Zeit dafür. Deswegen mache ich das immer nach der Schule. Zum Staubsauger gehört noch dieses Teil hier. Das ist eigentlich der richtige Sauger. Also die anderen waren halt so Aufsätze. Diese Form ist extra so gemacht, damit die Haare nicht dran stecken bleiben. Weil ich habe die Vorgängerversion. Ich zeige euch das mal kurz. Also das ist Vorgängermodell. Und zwar hier seht ihr, das ist halt aus Stoff und Leute, die Haare bleiben immer stecken. Das hat mich so aufgeregt immer. Und es ist halt ein bisschen nervig, das sauber zu machen. Ja, und bei dem, wie gesagt, ist halt das Gute, dass so festes Material ist. Das Gute an diesen Staubsaugern ist auch, dass sie damit easy unters Bett kommt oder unter den Tisch. So, der nächste Aufsatz sieht so aus. Das hier ist so perfekt fürs Auto, weil damit wirklich in jede Ritze reinkommt. Der letzte Aufsatz sieht so aus, weil die Bürste, also hier ist noch eine Bürste. Du kannst die Bürste nach vorne schieben, sodass die
Bürste halt vorne ist oder halt, wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie nach hinten schieben, so nicht so aus. Vorzug ist eher mit der Bürste, weil ich damit meinen Laptop sauber mache. Seht ihr, wie viel Dreck hier immer drin ist? Und es ist echt so schwer, den rauszukriegen. Und genau, ich saug halt einfach. Und ihr seht, es ist sauber. So eine Ablage mit mehreren Sachen drauf, könnt ihr auch einfach die Bürste nehmen. Ihr kriegt übrigens dieses Teil hier, also es ist jetzt nicht ein Set, und dann das hier, kriegt ihr bei AliExpress, habe ich damals gekauft. Und diese Boxen sind halt extra, aber ja, mega praktisch, weil hier kommt halt kein Staub rein, weil das zu ist, aber hier leider schon. Mein absolutes Lieblingsparfüm. Ist ein bisschen teuer, ja, aber ihr braucht nicht viel davon und ich liebe es, es riecht einfach so verdammt gut. Einfach so weiblich und sexy und süß und I love it. Das habe ich auch sehr gerne getragen. Black Opium von Yves Saint Laurent. Jetzt fertig mit dem Saugen. Und hier seht ihr das Ergebnis. Das war alles in meinem Zimmer und ein wenig im Flur. Man würde das einfach gar nicht so denken, ne? Dass das alles einfach in deinem Zimmer ist. Das war meine Staubsaugerroutine. Ich verlinke euch den Staubsauger in die Infobox. Ich glaube, ich hatte noch einen Rabattcode für euch. Falls ja, dann verlinke ich ihn euch in die Infobox. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und ich versuche sie zu beantworten. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Ich glaube, ich mache mir jetzt was zu essen. So, Leute, ich werde heute gebackene, gefüllte Kartoffeln machen. I don't know, ob ich heute alle drei essen werde. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde zwei essen und eine dann mit Mama oder für morgen. I don't know. Ich werde die Kartoffeln jetzt erstmal waschen und dann mit der Gabel ein paar Einstiche machen. Dann kommt das alles erstmal für 40 bis 60 Minuten in den Backofen für 220 Grad ungefähr. Also meine Mutter wickelt das in Backpapier ein, weil Alufolie schädlich ist. Wir machen jetzt vier Stück, weil sie auch zwei essen. Die Kartoffeln sind fertig und zwar habe ich die in der Hälfte durchgeschnitten und ein Stück Butter reingelegt. Das sieht man jetzt nicht, aber die Butter ist auf jeden Fall da drin und ein bisschen Käse. Ich habe Gouda benutzt. Ihr könnt benutzen, was ihr wollt. Und genau, das schließe ich jetzt gleich, damit die Butter und der Käse zusammen verschmilzt. Das sind meine Toppings. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Ich habe jetzt einfach das genommen, was wir noch da haben. Also hier sind Zwiebeln, dann Thunfisch und Mais. Und dann habe ich hier, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich habe einfach ein bisschen Tomatenmark und ein bisschen Ketchup und ein paar Gewürze reingetan und dann eine halbe Sekunde in die Mikrowelle, weil ich mag so ein bisschen Tomatensauce und wir hatten nicht mehr Eira oder wie die Soße heißt. Deswegen habe ich jetzt das hier improvisiert. Und dann habe ich hier Naturjoghurt mit bisschen Knoblauchpulver. Ach, Joghurt mit Knoblauchgeschmack. Und jetzt warte ich, bis das hier ein bisschen geschmolzen ist. So, wenn alles miteinander verschmolzen ist, dann zermatsche ich die Kartoffel einfach mit einer Gabel. So, dass es halt so wie ein bisschen wie Kartoffelpüree ist, aber nicht so krass. Und dann können wir jetzt die Kartoffel belegen. Nehmen wir ein bisschen Thunfisch. Das ist übrigens Thunfisch im Eigensaft, also nicht der Olivenöl oder Sonnenblumenöl, weil es hat einfach viel zu viele Kalorien. Oh, ich hätte erst die Soße reinmachen müssen auf die Kartoffel und dann das andere. Egal. Schade, dass die Kartoffel so klein ist. Aber ja, es war echt spontan heute, dass ich das mache. Et voilà. Die erste Kartoffel ist fertig. Oh mein Gott, es sieht echt lecker aus, muss ich sagen. Wow. Also ihr seht, es ist super einfach. Das Einzige, was halt lange dauert, ist halt die Kartoffel. Aber ansonsten kann man das echt gut vorbereiten. Ich habe noch zwei Kartoffeln und das kann man eigentlich auch morgens essen. Also ich würde einfach die Kartoffel stehen lassen und dann nochmal kurz in die Mikrowelle erwärmen und dann Butter und Käse rein und dann halt die anderen Sachen da rein. Aber ja, so sieht das echt lecker aus. Die wird geil. Oh mein Gott, die ist richtig geil. Ah. Leute, ich habe vergessen, die Frühlingszwiebeln. So sieht die zweite aus. Bisschen hässlich, aber naja. Okay, ich probiere jetzt. Oh mein Gott, Leute. Ich muss das probieren. Voll geil. Die Kartoffel ist einfach so perfekt. Brutal, brutal. Ich chill gerade mein Leben und gucke eine Serie. Besser gesagt, ein K-Drama.
Wer von euch guckt alles K-Drama? Schreibt es in die Kommentare. Ja, Mann, der ist richtig geil. Der heißt The Penthouse. Müsst ihr gucken. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Haul. Und zwar habe ich ein paar Sachen bei YesStyle bestellt. Für die YesStyle nicht kennen. Und das ist ein Online-Shop, der sehr viele koreanische und japanische Beauty-Produkte verkauft. Aber auch nicht nur Beauty-Produkte, sondern auch halt Klamotten. Die Klamotten sind so ähnlich wie von Shein, nur muss man da eher aufpassen wegen den Größen. Also ich habe alles in einer M und L bestellt, weil Größen dort etwas kleiner ausfallen. Da haben mich nach diesem Oberteil gefragt, was ich schon die ganze Zeit anhabe. Das ist von YesStyle. Eigentlich ganz gut gemacht, finde ich, weil die Schrift ist rauf genäht und umherum ist dann so mit Glitzer sehen, also es ist halt auch reingenäht. Dann habe ich diese Jeans hier genommen. Ist jetzt noch keine, die so aussieht. Seht, der Stoff ist irgendwie nicht anders und hat so kleine Löcher und ich finde, das sieht so nice aus. Ich finde das echt mega, das Design. Ich habe das in der Größe L. Ihr könnt sehen, dass hier halt ein bisschen zu locker ist. Aber sonst hätte ich eine M genommen, dann wäre es mir hier viel zu eng. Ich glaube, ich würde gar nicht reinpassen, weil die Hose hat gar keinen Stretch. Ich finde die Kombi halt sehr geil. Keine Ahnung. Ich finde, das sieht echt gut aus zusammen. Dann habe ich dieses Top hier genommen. Ich finde, das ist sehr, sehr geil. Ich liebe es. Ich wurde schon so oft angesprochen auf dieses Oberteil. Und ich trage es ohne BH. Ich finde es echt gut, dass es blickdicht ist. Also man kann den wirklich ohne BH tragen. Und hinten ist der dann so offen und überkreuzt alles. Ich finde, die Schnur ist ein bisschen zu lang, aber ja, ist okay. Aber ansonsten finde ich das Top echt schön, auch in der Kombination mit der Hose. Man kann es sehr vielfältig kombinieren. Vor allem durch diesen V-Schnitt sieht die Figur einfach irgendwie ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht warum, aber es sieht einfach so aus. Okay, dann habe ich dieses Oberteil hier genommen. Das soll ein Dupe sein zu einem IMG-Top. Und wir wissen ja alle, wie teuer IMG eigentlich ist. Deswegen, ich fand es echt sehr nice, dass ich dieses Oberteil gefunden habe. Ich mag die Farbkombination. Sowas habe ich noch gar nicht irgendwie in der Art. Und das, wir sehen können, ist das hier sheer, also etwas durchsichtig. Aber ich feiere das, weil, ja, mal was anderes einfach. Und sieht echt sexy aus, muss ich sagen. Und man kann das Oberteil auch ohne BH tragen. Ist auch schön stretchy. Das andere Oberteil war auch stretchy. Und ich mag auch dieses Gerüchte hier. Dann habe ich das Oberteil genommen. Ich halte meine Hand hier vor, weil es sehr durchsichtig ist. So ein Mesh-Oberteil deswegen. Ich bin ein wenig enttäuscht, weil ich dachte, das Oberteil wäre ja ein bisschen länger, weil es ist echt kurz. Also hinten ist es auch richtig kurz. Also wenn ich einmal den Arm hoch mache, dann ciao Kakao. Aber ja, Kylie Jenner hatte sowas ähnliches an. Safe ein Dupe von der Marke. Aber ich fand es echt schön. Ich mag das Muster sehr gerne. Ich stehe zurzeit wirklich auf Mesh-Oberteile. Und eigentlich, ja, eigentlich ist es nice. Wäre es ein Tick länger. Dann habe ich diese schwarze Tasche bestellt. Also sie ist wirklich komplett schwarz und schlicht. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie sowas noch nicht gehabt bei mir. So eine kleine, süße, schwarze Tasche, die halt für den Alltag. Und die ist halt nicht teuer gewesen. Den kann ich dir einfach so benutzen und muss halt nicht so viel drauf achten, so wie meine teuren Taschen. Aber ja, ich finde, die sitzt trotzdem ganz gut und sieht halt schlicht aus. Dann habe ich noch eine Sonnencreme bestellt. So sieht die aus. Ich habe die schon auf Instagram gezeigt. Ich bin so ein Fan von koreanisch-japanischen Skincare-Produkten. Das hier habe ich neu. Ich wusste noch nicht von der Marke. Also ich kenne die Marke nicht, aber ich habe echt viel Gutes darüber gehört. Michelle Phan, vielleicht kennen sie manche von YouTube, hat die auch empfohlen. Ich finde die sehr schön auf der Haut. Also ich glänze nicht und ist auch echt gut für Leute, die halt Make-up tragen unter. Dafür gemacht. Und ja, hat ein SPF von 50, was sehr, sehr gut ist. Bei mir gibt es Probleme, dass Sonnencreme sehr oft bei mir bröckeln. Also auf der Haut, wenn ich Make-up auftrage. Und bei der ist es halt gar nicht der Fall. Also mein Make-up sieht immer noch sehr flawless aus damit. Und ja. Beste. Und das war es dann auch mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch ein paar Skincare-Produkte. Ich glaube, ich zeige euch später mal eine Maske. Ich habe die selber noch nicht ausprobiert, aber ja, lasst uns einfach die zusammen ausprobieren und testen, ob sie gut ist. Ich füge euch alles in die Infobox ein, damit ihr alles nachschauen könnt. That's it. Erstmal. Wenn irgendwas passiert, dann melde ich mich. Mein Make-up sieht langsam scheiße aus. Ich glaube, ich gehe mich gleich abschminken.
Also für mein Augen-Make-up, ich benutze ja wasserfestes Augen-Make-up, deswegen benutze ich ein wasserfestes Augen-Make-up-Entferner. Das hier ist von Eva Rocher. Ich liebe es. Ich benutze das wirklich schon seit über 3-4 Jahre. Und es ist einfach mein Favorite. Es geht einfach, es geht alles einfach so schnell weg damit und kein Produkt ist jemals daran gekommen. Ich glaube, im Sale kostet das 5 Euro und das ist eigentlich voll der gute Preis. Ich benutze eigentlich gar nichts von der Marke, so meine Mutter benutzt echt viel von der Marke und sie hat es halt damals gekauft und dadurch bin ich halt darauf gekommen. Sonst hätte ich das niemals entdeckt. Aber ja, ich liebe es unnormal. Ich könnte nicht ohne damit leben. Also damit geht mein Augen-Make-up so schnell weg. Ihr seht, ich habe ein Wattepad benutzt für beide Augen und habe einfach keine Rückstände. Da benutze ich einen ölhaltigen Make-up-Entferner und der hier ist von Claire's und das ist eine koreanische Marke. Das ist auch von YesStyle, also ja, die Produkte, diese ganz koreanischen, japanischen Produkte sind alle von YesStyle. Ich würde euch auch empfehlen, einen ölhaltigen Make-up-Entferner zu benutzen, weil der viel reichhaltiger ist und Make-up lässt sich sowieso am besten mit Öl entfernen. Okay Leute, jetzt benutze ich etwas, was ich noch nie benutzt habe. Ich habe das heute rausbekommen und zwar ist es auch von YesStyle. Das ist so eine Maske, die sieht so aus, irgendwie richtig cute mit so einem Smiley. Und da war auch so ein Spachtel dabei. Heißt es Spachtel oder Spatel? Ich habe echt gerade gar keinen Plan. Da steht Hydrating Sprinkle Wash Off Mask. Es sieht aus wie Eiscreme mit Träuseln drin. Oh mein Gott, das riecht einfach wie Cookie Ice Cream. Ich schwöre, es riecht einfach wie Cookie Ice Cream. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das auftragen soll. Also wie viel. Ah, meine Kamera. Ja, also ich finde, es ist ja eine Maske, die halt Feuchtigkeit spendet. Deswegen trage ich so eine fette Schicht auf. Aber ja, guck mal, wie die aussieht. Das sind so kleine Dinger. Die Maske hat locker eine halbe Stunde eingewirkt, obwohl ich nur 10 Minuten einwirken wollte. Aber ich gucke gerade eine Serie und die ist mega spannend, deswegen. Aber ja, ich wasche das jetzt ab und dann geht es weiter. Boah, ich bin krass müde. Ich benutze jetzt dieses Serum. Ich habe das noch nie benutzt, das ist auch neu. Und zwar, es heißt Super Matcha Pore Tightening Serum. So sieht es aus. Und das soll angeblich die Poren verfeinern und mega viel Feuchtigkeit geben. Aber natürlich kann man mit einer Anwendung noch nichts so richtig sagen. Boah, es riecht echt sehr natürlich. Dann trage ich eine Feuchtigkeitscreme auf. Die hier besteht aus grünem Tee. Die habe ich jetzt zum zweiten Mal nachgekauft. Ich finde die Creme sehr schön, vor allem für den Sommer. Ich mag eher im Sommer so leichte Cremes und die ist super reichhaltig, aber auch halt sehr leicht. Und Antioxidantien, also Grüntee, sind immer sehr gut für die Haut. Ich nehme jetzt noch meine Kontaktlinsen raus, flechte meine Haare und dann geht es für mich ins Bett. Ich muss morgen eine Klausur schreiben. Bin auch richtig müde. Ich glaube, ihr merkt es auch an meiner Stimme. Wir haben auch schon 23 Uhr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ja, lass dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, falls du es noch nicht getan hast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video wieder. Übrigens, wer erinnert sich an diesen Pickel? Den hatte ich schon seit einigen Videos. Der ist schon länger her. Und er ist jetzt wieder aufgetaucht, soll ich sagen. Aber sonst meine Haut, naja. Ich will nicht darüber reden.